Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfice, dieses Mal wieder mit einem neuen Video. Ihr seht schon in der Überschrift, in diesem Video werde ich endlich meinen Alchi-Ring auf dem Ninja fertigstellen. Das Ganze hat mich, glaube ich, wenn ich mal so, ja, so alle Kosten komplett zusammenfasse, würde ich schätzen, dass ich so, ja, ein bisschen mehr als 100 Won gezahlt habe. Ja, so irgendwie so 120 Won oder so mit den ganzen Drachenbohnen zusammen. Und Appen und so. Und ja, das ist auf jeden Fall okay. Also da kann man, denke ich mal, nichts sagen. Jedenfalls ist der Alchi-Ring jetzt fertig. Ich habe mir, wie gesagt, jeden Stein auf matt gemacht. Wenn der Granat da jetzt irgendwie crap gewesen wäre, hätte ich den tatsächlich verkauft und hätte wahrscheinlich mir entweder ja, einen mit MP-Absorb gekauft oder, ja, weiß ich nicht. Nee, auf klar hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, weil das hätte sich für mich wahrscheinlich einfach nicht gelohnt. Ja, der Ninja, der ist jetzt fast fertig. Also ich muss echt sagen, das letzte Level, der ist Level, schon Level 94. Der, oh, ey, das letzte Level zieht sich so hart. Das dauert so extrem lange, weil der, ja, XP-Boost ist jetzt aus und XP-Ringe bin ich irgendwie. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, immer wenn ich in der Grotte bin. Dann schreibt unten jemand in den Rufchat, dass er XP-Ringe sucht. Und immer wenn ich so 2 Stunden schon auf Map 1 morgens chille und frage, ob jemand XP-Ringe hat, dann hat auch niemand XP-Ringe. Das heißt, das ist immer so richtig mieses Timing. Also lasse ich den halt komplett ohne XP-Push in der Grotte laufen. Und ja, farm dann halt auch noch Petfutter dazu. Das ist auch immer so ein Akt, da so eine Kammer zu finden. Aber naja. Solange er wenigstens irgendwann mal Richtung 105 geht, reicht das ja. Ja, mit meinem Charmy werde ich heute wahrscheinlich Level 111 erreichen. Also da bin ich jetzt straight am Ballern. Ich will den unbedingt auf 115 kriegen. Wegen der 115er Rüstung, die ich mir da auf 9 gezogen habe. Das wird dann auch hoffentlich diese Woche stattfinden. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Und sobald der auf 115 ist, sollte mein Ninja schon auf Level 95 sein. Das müsste aber eigentlich zeitlich genau passen, damit ich das Wind-EQ dem Ninja geben kann. Oder ich muss mal gucken, vielleicht kaufe ich dem Ninja auch einfach Wind-EQ separat. Ach so, der braucht auf jeden Fall noch einen Ninja-Windhelm. Also wenn ihr irgendwie eine Ork-Kapuze habt oder ja, irgendeine andere Helmart, dann schreibt mich auf jeden Fall an, aber es muss halt auf jeden Fall 15 Wind drauf sein. Eigentlich kann auch nur 15 Wind drauf sein. Das reicht mir safe zum Leveln. Ja, schreibt mich einfach mal an, entweder in den Kommentaren oder ihr könnt mich auch einfach ingame anschreiben und dann machen wir einen Preis aus und dann passt das. Ja, gleichzeitig habe ich natürlich immer wieder hier schön die Pferdequests gemacht, die sehr oft gefailt haben. Also ich habe ungefähr, ich sag mal, 50% von den ganzen Fails aufgenommen, weil sonst würde ich hier ein 10-Minuten-Video machen, wie ich hier nur die Pferdequests faile. Aber das einzig Gute an der ganzen Sache ist, dass ich die Wüstenbanditen-Quest tatsächlich nur ein einziges Mal machen musste. Also die beschissenste Quest musste ich nur einmal machen und das war wirklich, das war schon ein Segen. Also da war ich echt happy. Ich habe zwar Autojagd nebenbei laufen lassen, also ich habe den in die Oase gestellt, habe Autojagd angemacht und dann ging das, aber Mensch, 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 ey. Das hat mich auf jeden Fall gut Nerven und Zeit gekostet. Ja, mit dem Yutnori-Event, da kann ich mich irgendwie nicht so gut identifizieren. Ich habe ganz genau eine Yutnori-Truhe in Gold bisher erhalten und ich spiele irgendwie jeden Tag safe so 20 Sets, seitdem das Event jetzt begonnen hat. Und aus der kam dann auch noch eine Dämonenklinge plus 0 raus. Also, oh nee, einfach nur nee. Also das Yutnori-Spiel, das haben die echt richtig geil gemacht. Also der Kommspieler, der ist ja komplett darauf aus, dich zu zerstören. Dem ist das egal, ob der gewinnt oder nicht. Hauptsache, der kickt dich dann nochmal raus. Da war ich auch tatsächlich letztes Mal einen vor der Goldenen. Also wirklich ein. So ein Ziel, also ich war vorm Ziel und dann hat er mich noch irgendwie mit 3 Fünfen hintereinander rausgekickt. Da stellen sich schon so manche Fragen, wie man das dann überhaupt dulden kann, dass der Kampfspieler so assi ist, aber naja.
Ja, so sieht jedenfalls mein Aichi-Ring aus, den ich jetzt auf dem Ninja habe. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Ninja mache, wenn er Level 105 ist. Also entweder werde ich den PvP spielen, deswegen, oder ich werde ihn PvM spielen. Deswegen habe ich dem jetzt, wie gesagt, diesen Aichi-Ring da gemacht. Klar, der hat jetzt nur ein Dia drin mit FKS-Def und nicht mit FKS, aber da habe ich jetzt mal drüber weggesehen. Ich meine, ich habe den Dia, da habe ich mehr oder weniger, also ich habe den geschenkt bekommen, noch von Real Schauner, und dann habe ich gesagt, komm, kannst den gleich mal mit benutzen. Ja, muss man mal gucken. Erstmal Charmy auf 115 kriegen, dann eventuell neuen Content ballern, weil ich will auf jeden Fall die neuen Maps machen, beziehungsweise jetzt die alten neuen Maps, die Zeitriss-Maps und so. Da will ich euch dann mal einen kleinen Eindruck dran geben, wie es vielleicht so wäre, wenn man da mal versucht zu farmen. Und ob sich das überhaupt lohnt. Und wenn es sich nicht lohnen sollte, ich gehe mal davon aus, dass es sich eventuell nicht lohnt, dann werde ich dann weiter leveln auf 120 oder so. Und ja, mal gucken. Ja, die Feuerschuhe. Also ich bin richtig froh, dass ich in der Zeit, wo ich den 6.7. eingefügt habe, dass ich das mit den Feuerschuhen gemacht habe und nicht mit meiner Zodiac-Glocke. Ich war nämlich überlegen, welche von den zwei Sachen ich jetzt zuerst bonieren sollte, und hatte mich für die Feuerschuhe entschieden. Boah, ey. Die haben mich so viele DR gekostet und so viele Versuche, da irgendwie den sechsten Boni allein reinzukriegen. Ich habe das jetzt gar nicht mal. Jetzt gerade habe ich gar keine Zahl mehr im Kopf, aber ich glaube, war schon zu oft. Und wenn ich dann überlege, wenn ich das mit der Zodiac-Glocke gemacht hätte, beziehungsweise bei den Zodiac-Waffen, braucht man ja 10, nee, braucht man 5 Glanzfragmente. Ne, 10 Glanzfragmente, und die sind irgendwie 2 Won das Stück wert, dann, keine Ahnung, dann wäre ich aber über 100 Won gewesen, die einfach mal weg gewesen wären. Plus die ganzen DR, die da drauf gehen. Also, ja, das ist echt schon hart an der Pechsträhne wieder. Aber, ja, also ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, der sechste ging dann irgendwann drauf. Dieses Video wird da wahrscheinlich, ich weiß es gerade gar nicht, habe ich denn dieses Video drauf bekommen? Oder, muss man jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ne, ist nicht drauf gegangen. Ja, da habe ich dann auch keinen Bock mehr. Und habe tatsächlich aus einer silbernen so einen magischen Stein bekommen. Gut, dann mit Schmiedebüchern habe ich jetzt ja nicht so auf plus 9, wie man im letzten Video gesehen hat. Also habe ich einfach mal gedacht, komm, dann haust den magischen Stein da drauf. Und die scheiß Feuerschuhe sind mit dem ersten magischen Stein auf plus 9 gegangen. Also das ganze Pech, was ich hier beim 6.7. Boni hatte, was ich mit der scheiß Pferdequest hatte, das war alles schon wieder weg durch diesen einen First Try mit magischen Stein. Also wir können mal, ich kann euch mal kurz zusammenfassen. Ich habe für die Feuerschuhe habe ich einen magischen Stein gebraucht, dann waren sie auf plus 9. Für die Zodiac-Glocke habe ich 4 magische Steine gebraucht, dann war sie auf plus 8. Und 4 magische Steine, dann war die auf plus 9. Für meinen Zodiac-Bogen habe ich insgesamt 12 magische Steine gebraucht, von plus 8 bis plus 9. Und habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Ja, genau. Und meine 100er Damage-Helme. Also die habe ich auch jeweils mit 2 magischen Steinen auf plus 9 bekommen. Jetzt mal ganz außer Acht gelassen, dass ich da etliche Versuche mit Schmiedebüchern oder so hatte, aber ich bin eigentlich jetzt der felsenfesten Überzeugung, ich will es eigentlich nicht zu laut sagen, aber ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich habe übelstes Glück mit den magischen Steinen. Also das ist wirklich, du könntest mir für 20.000 Euro, könntest du mir Schmiedebücher in die Hand drücken, ich würde trotzdem nichts plus 9 damit machen. Also mit Schmiedebüchern habe ich einfach kein Glück, das habe ich jetzt eingesehen. Ich werde mich jetzt nur noch auf die magischen Steine konzentrieren. Ich werde jetzt auch ab plus 7 werde ich alles mit magischen Steinen machen. Die Ozeanschuhe da, die haben ja jetzt auch gerade wieder mit Schmiedebuch auf plus 8 gefailt. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf, dann die Mag also nicht die magischen Steine, sondern die stabilen Schnüre da zu opfern. Das Titandioxid, das Mithril, das ist alles so teuer und oh. Nee, da gehe ich einfach hin, mache das Ding nochmal auf 7 und benutze einfach so einen beschissenen magischen Stein, und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ich meine, das Schmiedebuch hatte ich jetzt sehr günstig für 2 Won bekommen, aber im Normalfall kriegt man ja so ein Schmiedebuch für 3 bis 4 Won sogar. Ja,
Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Und jo, dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace, Leute. Ich bin raus. Ciao.